In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr das Seelenbild am besten nutzt und wie ihr dann keine Fehler mehr macht und wie man am besten schmiedet, insbesondere göttliche Gegenstände. Bleibt am Start, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Incoming Play, Maiko am Start. Recht herzlich willkommen. Wir starten heute den Guide zum, den ersten Teil vom Guide zum Waffenschmied. Wir nehmen den Waffenschmied komplett auseinander. Ich werde euch alles erklären. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte im ersten Teil, dann schreibt es bitte in die Kommis. Wir sagen, wir legen los. Wir fangen ganz oben an. Ich meine, kaufen, verkaufen sollte eigentlich klar sein, aber es wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Also verkaufen erklärt sich von selber, aber kaufen, ihr müsst da echt öfter mal reingucken. Ich meine, aktuell sind da halt nur Mist drin. Für die Anfänger ist vielleicht ganz sinnvoll, da öfter mal reinzugucken hier. Ich habe schon gehabt, dass da auch lila Waffen drin sind, also ein Blick lohnt sich. Hier leider weniger. Für Endbild sowieso nicht, ne? Aber für die Anfänger ist es auf jeden Fall sehr wichtig. Zweite Sache ist, hier gibt es heiliges Wasser, wenn ihr es nutzt. Damit braucht ihr halt weniger Ki, wenn ihr es nutzt. Extrem gut, wenn man so ein paar Gegner hat, die mit Doppelschwertern oder mit Kusi kämpfen. Weil die hauen euch doch schnell das Ki runter. Ich habe es nie benutzt, aber es ist echt gut. Hätte es mal früher nutzen sollen. So, dann bevor ihr in ein Level reingeht, auf jeden Fall hier Handrohr, Blutmunition und Pfeile auffüllen. Ganz wichtig, ja? Weil die können einem da schnell ausgehen und dann sitzt man da wie die Ochse im Wald. Ich vergesse es auch jedes Mal. Und zweitens hier, das Buch der Reinkarnation. Damit könnt ihr eure Punkte zurücksetzen. Das heißt nicht alle Punkte, aber eure Skillpoints wie Herz, Körper etc. Dann werden eure Magie wird zugesetzt, eure Samurai-Punkte und eure Ninjutsu-Punkte. Ihr müsst halt alle neu verteilen, aber daran gewöhnt man sich ja nicht schnell. So. Wenn man da viel mehr Schaden macht, ist es das auf jeden Fall wert. Dann das Reiseamulett will ich euch auch nochmal ans Herz legen, weil das ist das Gegenstück quasi vom Zauber. Der nennt sich Erdfaltungstalisman und die bringen euch zurück zum Schrein. Also zum Farmen ist es echt super, wenn man genug Kohle übrig hat. Mal 20 ins Gepäck packen und ab geht's. Weil manchmal ist es sehr, sehr nützlich. Also gerade wenn man so farmt, eventuell jetzt auf der Dämonenfestung, wenn man Moroboshi noch nicht freigeschaltet hat, ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Weil dann killt man alle weg bis zu der Tür und dann spawnt man sich wieder zurück und dann sind wenigstens ein paar Gegner wieder da. So. Das war's eigentlich schon hier. Hier gibt's übrigens dann noch, ihr seht hier, bester Luck. Und ab und zu hier ein paar lilane Sachen, wie ihr seht. Anhänger, wie gesagt, schaut rein. Das lohnt sich auf jeden Fall und ihr könnt eure Sachen zurückkaufen, wenn ihr mal aus Versehen was verkauft habt, was ihr nicht verkaufen wolltet. So, zweitens, Schmieden. Jetzt gehen wir natürlich in die Vollen hier. Es gibt Schmiedetexte. Die nennen sich uralte Texte. Wird manchmal eingeblendet, wenn ihr Sachen findet. Und die Texte findet ihr dann hier. Für Waffen, Rüstung und Utensilien. Das ist zum Beispiel auf die Rüstung drauf. Und Punkt 1, wenn ihr Sachen herstellt. Also extrem ist es, fällt es auf beim Hayabusa. Wenn ich den jetzt auf der Stelle finde. Weil ihr seht unten, erforderlicher Körperwert und erforderlicher Fähigkeitswert steht da 10. Also wenn ihr Sachen findet, ja, dann ist es doppelt so viel. Da steht da nämlich 20. Das heißt, ihr braucht definitiv die 20 Punkte in Körper und Fähigkeit. Die man natürlich hier skillt dann. Das heißt, da immer Körper und Fähigkeit muss beides auf 20 sein. Ja. Ansonsten habt ihr ein Problem. Dann funktioniert nämlich das Set nicht.
Und wenn das Set nicht funktioniert, sei ja zum Beispiel hier beim Eager-Set. Dann funktioniert halt der ganze Bonus nicht. Ja, und das ist dann sehr bedauerlich. Gerade ja hier beim Eager-Set mache ich gerade, weil ich ein Bild veröffentliche am Donnerstag. Kommt ja raus. Ich wollte jetzt erstmal einmal Anfang der Schmiedekunst ein bisschen was veröffentlichen und dann, das kommt dann zusammen mit dem zweiten Teil der Schmiedekunst raus. So. Soviel zu der Werbung. Wie gesagt, Sachen herzustellen ist immer besser eigentlich. Also Freunde von mir sehen das vielleicht ein bisschen anders. Der ein oder andere, die meinen dann, überall 20 Punkte, hast du alles safe. Ist auch eine Möglichkeit, aber am Anfang hat man halt nicht so viele Punkte. Also wenn man anfängt, kann man halt nicht überall 20 Punkte reinhauen. Das geht einfach nicht. Wenn man überall 20 Punkte reinhauen würde, wären wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Und da dann jedes Mal 10 Punkte reinzuhauen, wenn du Level 80 bist, klappt nicht. Geht nicht, klappt nicht. Und die 20 Punkte brauchst du dann, vielleicht 10 Punkte davon brauchst du dann halt woanders. Eventuell, wo sie dann besser aufgehoben sind. Und deswegen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, die Sachen selber herzustellen. Weisheit von unserem Professor Silvano. In der Gruppe, ich werde die Gruppe, Facebook-Gruppe auf jeden Fall mal verlinken. Packe ich in die Beschreibung. Auf jeden Fall ein kleines Wiki. Also ich habe da einiges veröffentlicht. Der Jürgen ist auch ein guter Ansprechpartner. Der Christoph auf jeden Fall. Und Silvano natürlich, unser Professor. Der ist schon seit Anfang an dabei. Der hat schon vielen aus der Patsche geholfen und vielen was beigebracht. So. Weiter mit Schmieden. Wie gesagt, ist immer besser. Dann könnt ihr, wenn ihr schmiedet, wenn ihr genug Geld habt, wenn ihr genug erforderliches Material habt, könnt ihr Sternchen-Stacks jetzt hervorrufen. Das heißt, ich zeige euch die mal auf meine Rüstung. Die habe ich alle, bis auf die Kusi. Die Kusi habe ich jetzt auf keinen Sternchen-Stack gemacht. Das hat den einzigen Grund, weil es nur 5 Stat-Punkte hat, anstatt 6. Ja. Und so konnte ich dann halt noch Schadensbonus für Ninjutsu übertragen. C. Durch das Set hat man dann nochmal AA. Das heißt, das AA bekommt nochmal ein plus C dazu. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber wenn man auf Kunais geht, dann macht das schon Sinn. Windsteinwaffe habe ich aus dem Grund gemacht, weil der Geist halt einen Schaden besitzt. Ah ja, den ich da nutze. Ja, wie gesagt, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Ihr könnt halt Sachen übertragen und wie ihr Sachen übertragen könnt, das werde ich euch gleich erklären. Wenn ihr Sachen übertragen wollt, dann geht das nur über Seelenbild. Das heißt, ihr wählt dann zum Beispiel eine Rüstung, eine Waffe oder eine Waffe. In diesem Fall muss das auf jeden Fall volle Vertrautheit haben. Hier ist die Sache, die ihr übertragen wollt. Ob ich hier irgendwie... Ich nehme zum Beispiel das hier. Das hat jetzt aktuell das Fähigkeitsschaden drauf. Hat volle Vertrautheit, 999, das ist wichtig. Könnten wir jetzt Brechen, mittlere Haltung drauf machen. Könnten wir jetzt auch mal die Kusi. Feuerschaden geht nicht. Ich könnte zwar das Level übertragen, das heißt die Stufe. Aktuell ist die Stufe hier 310. Und die Stufe geht halt immer rüber. Bei einer Übertragung vom eine Übertragung von der Plusstufe, das geht regulär eigentlich nur bis 50. Also ihr könnt dann zum Beispiel eine plus 30 und eine plus 30 Waffe zusammenschmieden und ihr bekommt dann eine plus 31 Waffe. Aber das Ganze funktioniert halt nur bis Stufe 50.
ab Stufe 50 braucht man Waffen mit Seelen-Plus-Wertübertragung. Die seht ihr jetzt da bei der Kusigame des Jonin. Mit ganz unten Sternchen-Stat, Seelenbild, in Klammern, Plus-Übertragung. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel die ganze Plus, mit reinnehmen. Haben wir hier eine Low-Level-Waffe. Am besten in Göttlich. Hier, Level 50. Passt. Dann nehmen wir hier die mit der Pluswertübertragung und hätten Level 300 und 132. Das heißt, der Angriff würde von 1118 auf 6408 hochgehen. Wenn ihr halt die Seelenbildübertragung habt, aber die bekommt ihr halt erst im Abgrund. Ab Ebene 60, 70, 80 kriegt ihr dann Schmiedetexte für einmal den Hammer des Schwertschmieds. Kann ich euch eigentlich gleich mal kurz bei Schmieden zeigen. Der findet sich dann unter Axt. Und der hat von Haus aus eine Seelenbildübertragung drauf. Das heißt, die müsst ihr dann besudeln. Und dann bekommt es die entsprechende Stufe plus halt die drei Gegner, die ihr dann legt. Habe ich alles in einem separaten Video erklärt, kann ich ja nochmal verlinken. So, das gleiche gibt es dann halt auch für die Rüstung. Das ist ein Helm. Das ist der hier, der hat auch unter anderem Seelenbild zurücksetzen. Warum so öfter ihr das Seelenbild macht, das merkt sich jetzt das System. Und so teurer wird es dann. Und damit setzt das halt auch noch zurück. Und halt die Seelenbild plus Übertragung. Das heißt, es wird günstiger dann beim nächsten Seelenbild und ihr habt nochmal eine Plus-Übertragung, die ihr unbedingt den kompletten Wert dann übernehmen könnt. Also wenn ich jetzt einmal herstelle, hat es natürlich keinen Pluswert. Wie gesagt, das macht man dann halt auch im Abgrund. So. Gucken wir mal ins Inventar. So. Etwas heiser. Sorry jetzt. Ja, das war es eigentlich schon im Ganzen und Ganzen. Der Großen und Ganzen. Ihr müsst halt wirklich darauf achten, dass beide Sachen, entweder beide Waffen oder beide Rüstungsteile, volle Vertrautheit haben. Weil sonst könnt ihr den. Sonst kriegt ihr zwar den Pluswert vielleicht. Und ihr bekommt auch die Stufe. Aber wenn ihr Sachen übertragen wollt, das geht dann nicht. So. Wenn, denke mal, verändern spricht für sich. Das ist halt, da könnt ihr halt Skins auswählen. Wenn ich zum Beispiel eine Hayabusa Usigami in irgendeine andere hier verwandeln. Und dann nimmt das halt die Form an. Das gleiche geht halt auch mit der Rüstung. Haare schaltet ihr bei der Tome frei. Einfach eine Bitte an Tome und dann Nachlass auf Barbierkosten. Damit wird er dann freigeschaltet und damit könnt ihr euch dann Sachen halt verändern. Sur, den Bart, der einige. Können wir einmal kurz durchgehen. Die, die es nicht kennen. Also ich habe eigentlich schon seit ewigen Zeiten den. Vielleicht hängt es mit der Witcher-Zeit zusammen. Da gab es ja eine ähnliche Frisur. Mag alles sein. So, Neuschmieden erkläre ich euch dann im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, dann haut die bitte raus. Schreibt sie in die Kommis. Hör mir gerne alles an. Und antworte euch alle Fragen, die ihr wissen wollt. Weil es halt sehr umfangreich, ne? Also, gerade bei Schmieden, dann mit den Stats, wie ihr die draufkriegt und so, das ist schon nervend aufreibend. Ich zeige euch jetzt nochmal, wo ihr am besten Geld farmen könnt. Also wenn ich das Geld wirklich ausgeben sollte, ne? Dann macht rastlose Geister. Das machen wir jetzt einmal kurz zusammen. Alles geskillt, ich glaube. Uzi. Nimm vielleicht noch einen anderen Geist mit rein. Weil wir jetzt ja auf Schaden gehen. So, nehmen wir Kato. Ich könnte das auch in den Jutsu machen jetzt, aber ich will euch das mal zeigen, wie ich das regulär machen würde.
Das heißt, wenn die Ladezeiten uns jetzt nicht umbringen. O arbeitet natürlich professionell langsam. So. Dann ist ganz einfach. Ihr habt halt hier zwei Gegner. Fett auf. Was noch mit rein? War eigentlich easy going. Wenn ich so langsam wäre. Er lädt sich jetzt auf, sein Geist. In der Zeit könnte er eigentlich schon ihn von hinten attackieren mit der Kusi. Geht's am besten oder ihr macht halt fließenden Schatten einfach. Und dann easy going. Auf jeden Fall, beides ist eine Möglichkeit. Das Schwert wollte es nicht nutzen, weil das Schwert ist aktuell auf Stufe 132. Das hat dann mit dem Abgrund zu tun. Ich habe außersehen eine Waffe, ein Stat drauf gemacht, übertragen, der Seelenbild übertragen hatte. Und dann kam auch leider die 132 drauf. Habe ich leider auch erst im Video selber gesehen und da war das Video schon fertig. Ja, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die Fragen auf jeden Fall. Im ersten Weg bekommt ihr 200.000. Dann im Weg des Starken. Können wir gerade mal kurz durchgehen noch. Im Weg des Starken kriegt ihr, glaube ich, 500, wenn ich nicht irre. Genau, 500.000. Ab Weg des Dämon bekommt ihr dann 1.000.000. Die gleichen Gegner. Also, es ändert sich nichts. Ja, 1,5 Millionen sogar. Auf Weg des Dämon. Auf Weg des Weisen müssen es 2 Millionen sein. Ja. Und auf Weg des Neo bekommt ihr 5 Millionen, sag ich schon. Bekommt ihr 2,5 Millionen. Ja, und massig Amarita eigentlich. Amarita ist vielleicht nicht so wichtig. Da ist besser dann Maruboshi zu farmen. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Was ich natürlich noch vergessen habe, wie ihr göttliche Fragmente schmiedet, zeige ich euch jetzt einmal schnell. Mir geht das auf Schmieden, dann nehmen wir zum Beispiel auf Waffe, irgendeine Waffe, die wir haben wollen, nehmen wir mal das Drachenschwert von Hayabusa, vom Drachen-Ninja. Ich werde ja mal kurz zeigen hier. Bekommt ihr im letzten DLC, werde ich gleich auch nochmal zeigen. Wenn wir schon dabei sind. Wie geht das da rauf? Dann habt ihr, müsst natürlich diese lila Sachen, ihr braucht natürlich die besten Eisenbahnen, das beste Lederband und die Schuppe. Geht dann auf Schmieden, aber nicht auf X drücken bitte, auf Dreieck. Könnt ihr dann die göttlichen Fragmente einsetzen. Göttliche Fragmente bekommt ihr, wenn ihr Schwerter bzw. Waffen oder Rüstung als verwertet. Und dann erhaltet ihr anstatt Geisterbrocken halt göttliche Fragmente. Und hier gibt er an, dass ihr bis 10 reingeben könnt. Macht das nicht. Also es reicht massig, wenn ihr 8 reinpackt. 92% würde ich schon machen. 8 Stück hat immer gereicht bei mir. Also anfangs habe ich immer 10 Stück reingemacht, aber es ist eigentlich total blödsinnig. Weil von 92 bis 95 sind 3% für zwei göttliche Sachen und die sind am Anfang echt rar, ne? Also wenn ihr zum Beispiel 8 Sachen herstellt, dann habt ihr über ein Teil, heißt 10 Fragmente schon mal gespart, ne? Also das macht schon eine ganze... Das holt schon einiges raus dann. Es hat ein Teil mehr, was ihr denn göttlich habt. So, wie gesagt, einfach reingeben und dann auf Schmieden gehen.
Und dann habt ihr in der Regel eigentlich immer ein göttliches Schwert. Ganz gut hier zu sehen ist der Sternchen-Stat. Ich habe ja vorhin gesagt, durch Schmieden bekommt ihr halt diese Sternchen-Stats. In diesem Fall Fähigkeitsschaden, Morgenmond. Ist jetzt nicht fließender Schatten gewesen. Natürlich super gewesen. Oder Leiklinge. Fehlt mir auch noch eins. Wollte ich auch noch eins fertig machen. Echt nice. Das bekommt ihr halt wirklich nur durch Schmieden. Also wenn ihr die Sachen neu schmiedet. Nicht durchs neue Schmieden, sondern durchs neues Schmieden. So. Mein Inventar dann. So, jetzt zeige ich euch noch, wo ihr das dann farmen könnt. Wenn ihr unbedingt Hayabusa spielen wollt, habe ich das irgendwann mal in dem Hayabusa-Videos gezeigt hatte. In der letzten DLC nennt sich der Meisterninja hier. Er kämpft ja jetzt selber gegen den Hayabusa. Und der ist eigentlich gar nicht so einfach, aber der Chris, der hatte eine ganz gute Technik herausgefunden. Der geht halt mit Erdfallen ganz gut. Also ihr bufft euch, geht dann in den LW, in den Geistmodus, legt eine Erdfalle, geht dann hin und sticht dann zum Beispiel mit dem Schwert in ihn rein. Mit etwas Glück ist er weg. Andernfalls müsst ihr halt noch ein bisschen was nachsetzen. Am besten, wenn er aufsteht, noch fließend Schatten rein und dann dürfte schon ein großer Teil zumindest der Energie weg sein. Müsst halt mal ausprobieren, testen. Ansonsten können wir gerne darüber nochmal ein separates Video machen, wie er den am besten legt. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann bitte ich euch um einen Abonnent zu klicken. Seid ihr mich up to date? Wenn ihr Glocke anmacht, dann verpasst ihr auch keine Videos. So, wollt ihr up to date bleiben wollen, dann könnt ihr uns auch gerne auf Instagram und auf Twitter folgen. Da machen wir eigentlich immer die aktuellen Posts rein. Ist ja auch wann kommt. So, damit verabschiede ich mich. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. See you.